Das Gefühl von Sicherheit reduziert Cortisol, also das Stresshormon. Und auch ein Gebet, ein Abendritual. Wenn du rausfinden willst, wie viel du Schlaf du brauchst, geh mal 3 Wochen campen. Mhm. Und dann in einer Gegend, wo es kein Licht gibt. Und dann findest du raus, was ist dein natürlicher Schlafbedarf. Dieses Ideal von, ich falle ins Bett, ich schlafe wie ein Stein, ich wach nie nachts auf, das ist eher ungesund. 80% aller Angestellten in Deutschland nach einer DAK-Studie schlafen regelmäßig schlecht. Und 50% davon sagen, sie sind chronisch übermüdet. Das heißt, das ist ein riesiges gesellschaftliches Problem. Du hast es schon erwähnt, ich habe jetzt gerade einen Online-Schlafkurs laufen und es haben sich 1200 Leute angemeldet. Also das ist ein signifikantes Problem. Und bei den Teilnehmern reicht es von Leuten, die mal schlecht schlafen, bis zu Leuten, die regelmäßig nur 2 Stunden am Stück schlafen können und einfach aufwachen. Und es ist letztlich eine Kunst, die wir verlernt haben. Also du hast völlig recht, Schlaf ist was Natürliches, aber wir leben in einer Welt, die an vielen Stellen nicht mehr natürlich ist. Also natürlich ist, dass man viel Zeit im Freien verbringt, viel Sonnenlicht tankt, dass es tagsüber warm ist und nachts kalt ist, dass man sich bewegt, dass man gesunde Nahrung isst und all das trägt zu gesundem Schlaf bei und an vielen Stellen leben wir nicht mehr gesund. Also wir machen die Nacht zum Tag, am Abend so viel Licht in unseren Augen, ja, das uns einfach am Schlaf hindert. Und wie gesagt, viele Menschen wissen gar nicht mehr, was brauche ich denn, um gut schlafen zu können. Und dann kommt natürlich noch der ganze emotionale Stress dazu. Aber auch so Sachen wie also der Darm, wie Gesundheit. Also der Darm produziert Serotonin. Also Serotonin ist das Wohlfühlhormon, das wird im Darm produziert, wenn man genügend Eiweiße isst. Und wenn es dem Darm schlecht geht, geht es der ganzen Seele mit schlecht, weil man einfach nicht mehr genügend Serotonin produzieren kann. So. Und da ein bisschen, also ist mein Herz, mein Wunsch, Menschen wieder so ein paar Basisbausteine zu geben, sagen, ja, das könnt ihr tun, um besser zu schlafen. Das heißt psychosomatisch, also es spielt da vieles mit rein, sowohl der Körper als auch der Geist dabei. Wie fing das denn an, dass das für dich ein Thema geworden ist? Also auf 2 Ebenen. Das eine ist, ich arbeite als Coach und arbeite als Emotionscoach und habe dann immer mal wieder gemerkt, ich kann den Körper nicht coachen. Ich kann Menschen coachen auf der emotionalen Ebene, aber wenn jemand zum Beispiel ständig Junkfood isst und sich dann schlecht fühlt, da kann ich mir den Kopf wund coachen. Das wird nur bis zu einem gewissen Maß reichen. Und ich habe mal ein spannendes Interview gelesen mit einer Psychotherapeutin und die sagt, bevor sie Leute seelisch behandelt, stellt sie erstmal deren Ernährung um. Und bei vielen Leuten, teilweise wirklich bis hin zu Schizophrenie, ist dann keine Behandlung mehr nötig. Wenn die ihrem Körper die Bausteine geben, die man braucht, um eben zum Beispiel die richtigen Hormone herzustellen. Nicht in jedem Fall, also keine Frage, aber Körper und Seele spielen da ganz stark zusammen. Und ich habe dann einfach gemerkt, ja, den Körper kann ich nicht coachen. Und dann habe ich mich mehr damit angefangen zu beschäftigen, ja, was braucht denn der Körper, um gute Gefühle herzustellen? Was ist nötig? Was hilft dem Körper? So, das ist so die eine Schiene. Und die andere war, dass es in meiner Familie einfach mehrere Familienmitglieder gab, die einfach über Jahre hinweg immer mal wieder mit schlechtem Schlaf gekämpft haben. Ich erfreulicherweise nicht. Aber ich kenne das nachts leise durchs Haus schleichen. Und ich bin aufgewachsen mit dem Gefühl, da kann man nichts machen. Und als ich entdeckt habe, wow, da kann man sehr viel machen. Und Schlaftabletten oder das Schlafbier, was nur kurz beim Einschlafen hilft, aber nicht beim Durchschlafen und so weiter, das ist nicht die einzige Möglichkeit, sondern es gibt viele Schrauben, an denen man drehen kann. Und ich bin Mensch, ich liebe Effizienz. Also, und ich liebe es, wenn ich Wege finde, wie man Dinge einfach besser machen kann. Und dann zu sehen, boah, Schlaf kann man besser machen. Das fand ich toll. Wie sieht denn dann das Ziel aus? Was ist denn in deinen Augen ein gesunder, optimaler Schlaf? Wie sollte der aussehen? Also ein gesunder, optimaler Schlaf ist
Ja, ich weiß gar nicht, ob das das Ziel sein sollte. Mein erstes Ziel wäre, dass Menschen überhaupt verstehen, was beeinflusst Schlaf. Dass man so eine gewisse Schlafkompetenz entwickelt. Ich bin gestern 7 Stunden zugefahren und war vorher in einer Veranstaltung gesessen. Das heißt, ich habe mich ganz wenig bewegt und habe gestern schlechter geschlafen als sonst und weiß einfach, das hat mit Bewegungsmangel zu tun. Mit Sauerstoffmangel, mit Bewegungsmangel und dann und mit einer Straßenlampe, die mir ins Hotelzimmer geleuchtet hat. Aber wie würdest du denn dann definieren, wenn du jetzt sagst, dass ich habe schlecht geschlafen? Mhm. Was ist denn schlecht und was ist gut? Ja, von daher, also was ich sagen wollte, ist erstmal zu wissen, was Schlaf beeinflusst, eine Schlafkompetenz, ein Wissen, das ist, finde ich, erstmal hilfreich. Und das Zweite ist, man sagt ungefähr, gesunde Menge Schlaf ist 7 bis 8 Stunden, was nicht heißt die Zeit im Bett. Jeder Mensch wacht mehrfach in der Nacht auf, zwischen den einzelnen Schlafphasen. Gesund ist, wenn man ungefähr innerhalb von einer Viertelstunde einschläft, wenn man aufgewacht ist. Also mal aufwachen ist völlig in Ordnung. Dieses Ideal von, ich falle ins Bett, ich schlafe wie ein Stein, ich wache nie nachts auf, das ist eher ungesund. Das zeigt, dass man völlig erschöpft ist. Sondern mal aufwachen ist überhaupt nicht schlimm, weil man sich danach wieder beruhigen und wieder einschlafen kann. So, die beiden Herren am Tisch. Wenn ihr das so hört, seid ihr gute Schläfer? Habt ihr einen gesunden Schlaf, Toni? Also ich habe mich auch mal in einer Zeit, wo mir es nicht so gut ging, sehr intensiv mit Schlaf befasst. Und das, was du gerade sagtest, so ein bisschen erstmal überhaupt verstehen, was beeinflusst meinen Schlaf. Ich war bis dahin so als junger Mensch, ich habe überhaupt nicht drauf geachtet und ich konnte mich immer ins Bett legen, egal was war, egal ob es persönliche Dinge gab, die gerade nicht so gut liefen oder ob viel Stress war oder ob wenig Stress war, wenig Bewegung. Ich konnte immer schlafen und immer genug. Ich habe mich nie übermüdet gefühlt und auf einmal kam ich in eine Situation, wo das aber komplett anders war, wo ich gar nicht mehr schlafen konnte teilweise, wo ich eine Zeit lang mal nur auf Tabletten geschlafen habe. Und wenn ich geschlafen habe, dann eigentlich mich gefühlt habe, also ich aufgewacht und nicht das Gefühl hatte von, ich erhole mich. Und dann musste man tatsächlich erstmal anfangen, irgendwie zu verstehen, was kann ich denn machen, um dass es mir besser geht und dass ich einfach besser ins Schlafen komme. Und zum einen, speziell in meiner Generation, aber ich glaube, das ist selbst in der Generation zuvor schon so, wir haben einen Lebensstil, der, glaube ich, dem Schlaf nicht wirklich zugutekommt an vielen Stellen. Und genau diese Kompetenz, die eben wichtig wäre, wird eigentlich nirgends vermittelt. Also ich bin 12 Jahre zur Schule gegangen, ich habe kein gutes Abi, aber ich habe ein Abi. Und ich habe ganz viel gelernt in dieser Zeit oder auch nicht, aber ich habe auf jeden Fall nichts gelernt darüber, wie schläft man gut, wie ernährt man sich gut. Und ich glaube, das sind Dinge, wo wir gerade das wusste ich als junger Mensch noch nicht ganz so tangiert, gefühlt, wo es richtig gut wäre, da einfach auch Dinge zu wissen und sich da eine Kompetenz anzueignen. Weil Schlaf ist am Ende, wenn du nicht schläfst, sind Tage der Horror. Und selbst, also ich kenne das dann auch, wenn es dann so, bei mir ging jetzt eine Schlafstörung rein, wenn du dann einfach froh bist früh, dass die Nacht vorbei ist, dass du jetzt aufstehen kannst, aber dich dann den ganzen Tag über eigentlich schon die Angst quält, dass du dann irgendwann, dass es wieder Nacht wird und du wieder schlafen musst, das wird ein Teufelskreislauf. Und das, dann aber nicht das, kannst. Das, ne? Das killt, ja, kann sich ja richtig aufschaukeln. Ja, ja. Das kenne ich komplett anders. Also aber nicht im positiven Sinne. Ja. Sondern bei mir war das eben so, wenn der Tag, das war so in der Hochphase, also Bundestagswahlkampf zum Beispiel, oder 2015 die sogenannte Flüchtlingskrise. Da habe ich maximal 5 Stunden geschlafen, auch am Wochenende, weil ich der Körper dann auch irgendwann sich daran gewöhnt hatte oder weil auch am Sonntag Sitzungen waren. Und dann bin ich um Mitternacht ins Bett. Gegessen hat man sowieso schon mal unregelmäßig. Also ich habe dann um 23 Uhr noch was gegessen, weil tagsüber bin ich nicht richtig dazu gekommen. Und dann bin ich um 5 aufgestanden. Egal wie. Und ich habe traumlos geschlafen. Und ich habe durchgeschlafen. Ich bin nie wach geworden, weil ich war wie ein Stein ins Bett. Also das Negativbeispiel, was du beschrieben hast, da habe ich mich sehr drin wiedergefunden. Und um 5 Uhr klingelte der Wecker und dann bin ich raus. Und die erste Stunde war irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr, was ich dann da immer gemacht habe. Aber ich war dann um 6 irgendwo an einem Schreibtisch oder im Büro oder auf dem Weg dahin, wie auch immer. Und das
dass ich wieder träumen kann, das fängt jetzt erst wieder an. Das hat lange gedauert, das ist schon krass. Hast du das ganz lang von Adrenalin gelebt? Ja, wahrscheinlich. Und die Frage, die ja dann auch immer da kommt, glaubst du, dass Menschen unterschiedlich viel Schlaf brauchen? Ja. Also das ist schon so, dass manche kommen mit 6 Stunden gut aus und manche brauchen 8. Ja. Das würdest du sagen? Ist also so. Man sagt, wenn du rausfinden willst, wie viel du Schlaf du brauchst, geh mal 3 Wochen campen. Mhm. Und dann in einer Gegend, wo es kein Licht gibt. Und dann findest du raus, was ist dein natürlicher Schlafbedarf ungefähr. Ne? Weil dann eben so diese ganzen künstlichen Faktoren wegfallen. Und dann stellt man auch raus, fest, ist man Morgenmensch, ist man Nachtmensch. Mhm. Und natürlich ist Urlaubsschlafbedarf ein bisschen anders als Alltag, aber ja. So, jetzt werden wir mal ganz konkret. Für viele geht es ja schon los mit dem Einschlafen abends. Ne? Also kennt vielleicht der ein oder andere dieses Gefühl, man legt sich abends hin und denkt, so, jetzt ich bin auch total kaputt und jetzt muss ich mal schlafen. So, und dann liegt man da und dann geht's Kopfkino los. Ne? Da kommen die Gedanken, ach, das müsste doch noch und was habe ich nicht und so. Und dann kommt vielleicht das falsche Hormon, ne? Da kommt dann Adrenalin statt ein beruhigendes Hormon. Kann man dagegen irgendwas machen? Weil also ich kenne das von mir selber auch in manchen Phasen, dass ich das Gefühl habe, je mehr ich mich jetzt zwinge, sei müde, schlaf, ich muss schlafen, desto schlimmer wird es ja. Ja, je mehr ich darüber nachdenke, dass ich jetzt aber schlafen will, desto weniger kann ich schlafen. Ja, ganz logisch, weil wenn du sagst, so, ich muss jetzt schlafen, schüttet das Adrenalin aus. Und wenn du Adrenalin ausschüttest, dann wird die Produktion von Melatonin gestoppt. Mhm. Völlig logisch, wenn du vor einem Löwen davonläufst, willst du nicht einschlafen. Ja. Also von daher ist das schon vernünftig vom Körper, dass wenn du einfach eine stressige Situation hast, dann bleibst du wach. Mhm. Und das Dumme ist, wenn unser Gehirn uns sagt, das ist jetzt stressig, das sind ja meistens keine echten Löwen, sondern so diese Papiertiger, die sich so in unseren Gedanken aufblähen. Die Herausforderung ist, dass man meistens in dem Moment das gar nicht stoppen kann, weil die Bausteine fehlen. Also von daher würde ich wirklich auf der körperlichen Ebene anfangen, damit der Körper genügend Melatonin produzieren kann, braucht er Eiweiße. So. Genügend Eiweiß, also Tryptophan vor allem, das ist ein Eiweiß, das so in Eiern, in Fleisch, in Nüssen, sowas drin ist. Daraus bildet der Körper tagsüber Serotonin, so unser Wohlfühlhormon. Brauchst du auch noch ein bisschen Vitamin D, Vitamin B, B12, bisschen Sonne, bisschen Bewegung und dann ist dein Körper voll mit Serotonin. Also dem Hormon, das dann macht, dass es uns gut geht. Und wenn es dunkel ist, baut der Körper das um zu Melatonin. Das Problem ist, bei uns ist es oft gar nicht dunkel. Also nicht nur, wenn man irgendwie Straßenlaternen vorm Fenster hat, sondern oft auch, wir haben oft bis zum Schlafen gehen, du sagtest auch, eure Generation ist noch stärker als vielleicht bei uns. Man ist bis abends um 11 am iPhone, Samsung, was auch immer, am Handy, um keine Werbung hier zu machen, also am Handy oder am Tablet. Und das Licht von diesen Geräten hat 5-mal so viel weißes Licht wie die Sonne prozentual. Und das Licht sagt uns, sei wach, sei wach, sei wach, sei wach. Und bis 11 haben wir oder 12 haben wir diese Lichtquellen in den Augen oder am Schreibtisch, am PC. Und dann auf einmal soll der Körper umschalten und schlafen. Geht nicht. Also ich empfehle den Leuten immer, 1 bis 2 Stunden vorm Schlafen Lichter zu dimmen, Temperatur abzukühlen, weil der Körper auch Kühle zum Schlaf braucht. Es gibt sogar Brillen, die das Blaulicht rausfiltern. Sieht mal ein bisschen aus wie Bono, aber ist eigentlich ganz cool. Und ich nutze die abends 1 Stunde vorm Schlafen. Und man kann quasi gar nicht nur die Gedanken kontrollieren, wenn die körperliche Basis nicht stimmt. Und die Gedanken... Würdest du dann sagen, also nicht nur kurz vorm Schlafen nochmal aufs Handy gucken und dann das Handy wegwegen, sondern würdest du es auch dunkel machen? Ja, im Zimmer? Also ja. So dunkel wie irgend möglich. Also die Sonne hat... Licht wird in Lumen gemessen. Und die Sonne hat sowas zwischen 30.000 und 130.000 Lumen. Eine LED hat 1.000 und schon 10 Lumen beeinflussen den Schlaf, also negativ. Das heißt, schon so ein blödes, kleines Licht von einem Router oder sowas wirkt sich auf den Schlaf aus. Nicht so, dass man nicht mehr schlafen kann, aber das von den Schlaflaboren her, dass der Schlaf eben nicht ganz so tief ist, nicht ganz so erholsam. Und von daher habe ich öfters, also ich habe in meinem Geldbeutel so ein paar Klebepunkte, wenn ich in Hotels bin und das sind irgendwelche dummen Blinklampen da, die werden überklebt und hoffentlich denke ich dann am Morgen dran, die Kleber wieder abzumachen. Ja, gut.
dann waren wir jetzt gerade quasi bei den konkreten Gedanken, mhm. die mich dann wach halten. Wenn ja. ich versucht habe, tatsächlich vom Umfeld, von meinem, mhm. von meiner Art, mhm. den Tag zu gestalten, es so gut wie möglich zu machen, aber dann liege ich da, aber die Gedanken lassen mich nicht ja. los. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten? Ja. Also was auf jeden Fall hilft, ist, sich am Abend zu irgendeinem Zeitpunkt aufschreiben, was man am nächsten Tag tun will, weil dann ist das schon mal aus dem Gehirn weg. Also man kennt, jeder kennt das, man ist kurz vor Einschlafen und auf einmal fällt einem ein, oh, ich muss noch Kürbiskerne kaufen. Oder ich muss noch meine Schuhe zum Schuster bringen oder ein Bahnticket buchen. Und plötzlich ist man wieder hellwach. Und das, von daher ist es clever, neben dem Bett, also im Idealfall keine helle Lampe zu haben, sondern so eine rote Lampe, die einen nicht aufweckt, und einen Zettel, wo man die Sachen aufschreiben kann. Aber noch besser ist eben eine halbe Stunde vorm Einschlafen oder nach Feierabend einfach aufschreiben, was ist morgen dran. Auch ist gut, Rückblick zu halten. Also Dankbarkeit zum Beispiel erhöht den Serotoninspiegel. Und das brauchen wir wieder, um Melatonin zu bilden. Das heißt, abends nochmal so dankbar zurückzuschauen. Sagen, was ist heute gut gelaufen? Auch ein bisschen stolz, was habe ich, gesunder Stolz, also nicht so arrogant, sondern was habe ich einfach gut gemacht? Was habe ich erledigt? Was ist auch geschafft? Was gibt mir gerade Sicherheit? Das Gefühl von Sicherheit reduziert Cortisol, also das Stresshormon. Und auch ein Gebet, ein Abendritual. Und den Tag wirklich abschließen. Und auch vielleicht ein bisschen so diese Allmachtsfantasien. Du hast das ein bisschen angedeutet, wie wichtig man sich fühlt manchmal. Ne? Und man denkt ja oft, es hängt alles von einem ab. Und eins meiner absoluten Lieblingszitate ist von Jim Henderson. Und er sagte mal, im Lauf meines Lebens habe ich zwei Dinge erkannt. Es gibt einen Gott und ich bin's nicht. Und ganz oft haben unsere Schlafprobleme oder unser Kopfkino neben dem körperlichen und so damit zu tun, dass wir meinen, wir müssen alles in den Händen halten. Und das ist einfach ein bisschen viel. Sag mal, stimmt das eigentlich, dieser Eindruck, dass so nachts, wenn man nachts wach wird oder so, dass dann Sorgen so viel größer sind ja. als am Tag? Ja. Ist das so? Kannst du dir erklären, warum das so ja. ist? Ja, hat mit zwei Sachen zu tun. Das eine ist, dass das Gehirn nachts manche Bereiche einfach abschaltet. Also das heißt also, das logische Denken, rationale Denken, das brauchst du eigentlich nachts nicht, weil du musst keine Matheaufgaben lösen. Eigentlich sollst du nachts nur das Tagesgeschehen verarbeiten. Das Gehirn soll sich regenerieren. Deswegen werden bestimmte Bereiche einfach runtergefahren. Das heißt, wenn du nachts aufwachst, kannst du nicht mehr so logisch denken wie am Tag. Und wenn dann und der Serotoninspiegel, der wird eben verbraucht und ist nachts einfach niedriger. Heißt, was man machen kann, ist abends noch ein paar Nüsse essen, die enthalten Serotonin, Sauerkirschsaft, sowas, also das den Serotoninspiegel ein bisschen erhöht. Oder was man machen kann, ist einfach so einen Notfallkoffer mit schönen Gedanken bereithalten. Weil man kann nicht nicht denken. Und wenn dann nachts, wenn man müde ist, und dann kommen eben die Gedanken, was ist mit der Steuererklärung? Was ist mit dem? Was ist, ich habe das noch nicht gemacht und oh Hilfe. Und wenn man dann sagt, boah, ich denke jetzt bewusst an was Schönes. So, also ich bin heute Nacht eben aufgewacht, weil diese Straßenlampe mir zu hell war. Und dann habe ich einfach bewusst an ein paar schöne Erinnerungen an meine Jugend gedacht. Weil ich dachte, nee, ich will mich jetzt nicht verrückt machen. Jetzt bin ich gerade wach. Und dann, ja, habe ich einfach bewusst absichtlich Sachen gemacht, wo ich wusste, die erhöhen das Serotonin wieder ein bisschen.